Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 17.03.2023. Damit auch den Verfallstag für den März und damit auch den ersten richtigen großen Verfall des Jahres überhaupt. Großer Verfall aus dem Grund, weil drei verschiedene Terminprodukte verfallen und also insbesondere die Futures machen halt den Verfall zum großen Verfall. Ne, die Future-Kontrakte auf den DAX rechnen ab. Und deswegen sagt man einem Verfall nach, dass er einfach immer unter Zwängen steht, noch ein bestimmtes Niveau zu erreichen, weil das ist der einzige Punkt im Monat, wo wirklich auf den Tag ein bestimmtes Kursniveau entscheidend ist. Das ist an anderen Tagen nicht so. Ne? Da dürft ihr auch nicht mit euren Optionsscheinen oder Zertifikaten oder was ihr da handelt sehen. Da gibt es ja auch viele, die rechnen vollkommen irgendwo untermonatlich ab, sondern wirklich mit einem großen Produkt, wo man wirklich viel Geld reinstecken kann, sind die Terminprodukte eben auf den Verfallstag dann gebrannt und gemünzt. Ne? Das heißt, die großen Optionen auf den DAX, wo du wirklich auch ein paar Millionen reinpacken kannst, die rechnen ab und deswegen sagt man, ist da naja, ein Hexensabbat nennt man das, ne? Weil die Kurse wie verhext einfach hin und her tanzen, weil eben Verkäufer und Käufer versuchen noch ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. So, und unser DAX, der kann ja schon gar nicht mehr hingucken in der Spannung. Wir haben gestern gesagt, es ist Donnerstag und dass der Donnerstag in der Regel immer gerne hin und her springt. Wir hatten darüber gesprochen, dass mir persönlich der Bereich um 15,50, 15.000 recht wichtig ist. Vielleicht auch 15,120, aber eher so 15,50. Und wir hatten unten gesagt, der Bereich um 685 und die 670, nämlich sind auf die letzten Hochs hier gegangen, hatten geguckt, wo waren die letzten Hochs. Und das war hier die 670 und hier die 585 und haben gesagt, wenn er auf dem Bereich unten eine grüne Stundenkerze stellt, dann sollte man gut aufpassen, weil er eben von unten dann auch wieder hochlaufen kann oder eben auch von oben nach unten. Also ein bisschen haben wir es gesagt, mittendrin würde ich gar nicht viel machen, hatte ich gesagt, aber hier unten aus dem Bereich Long oder oben aus dem Bereich Short, das war so, glaube ich, Tagessetup könnte man fast sagen. Also zumindest wenn es nach der Analyse geht. Gesehen haben wir dann die 670, also nicht unten die 600, die 85, 585, die hat er sich geklemmt, hat die 670 genommen. Das ist okay, es ist zumindest Ziel, sage ich mal. Ist auch abgearbeitet gewesen, ist vollkommen okay. Hatten auch in unseren Updates geschrieben, dass er dann entsprechend eben auch die 1550 jetzt noch erreichen kann. Das hat er auch getan. Ist hier noch auf die 1550 und hat damit das gut bedient, aber natürlich einen sehr, sehr, sehr hohen Donnerstagsschluss gestellt. Und man muss auch eines sagen, was die Trenddynamik angeht, das ist natürlich nicht von Vorteil, wenn er neue Tiefs hochkauft. Ja, das ist das schon relativ knapp hier. Ne, von 8,70 gerade mal noch auf die 700, das ist so 100, 150 Punkte und dann wieder volle Fahrtumkehr, dann hier nochmal knapp drunter und dann wieder volle Umkehr nach oben. Das nimmt so in einem Abwärtstrend ganz schön an Dynamik. Und im Tageschart, können wir ja mal reingucken, ist es für einen Abwärtstrend nicht gesund, wenn also auch für einen Aufwärtstrend nicht gesund, wenn die Kombination aus rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne kommt, weil das in der Regel eher in so einen Phasen hier Gegenstand ist. Ne? In so einen Phasen, da haben wir immer wieder diese wechselnden Farben, aber in der starken Trendströmung, sei das jetzt hier aufwärts oder sei das auch mal längere Abwärtsstrecken, ist es nicht üblich, so zu machen. Wenn wir aber zurückgucken, wie der DAX bisher immer mal gefallen ist, werden wir auch feststellen, dass er schon manchmal auch so ein kleines Bitchy-Modus haben kann. Ja, also der fällt auch manchmal echt richtig potthässlich. Ja, das muss man schon so sagen. Ne? Auch wenn man hier so anguckt und sagt, okay, wo wäre hier ein Umkehrsignal, dann auch so eine Combo würde man sagen, okay, klar, Long raus. Oder auch hier aus so einem Bild. Das sind alles so Kerze, wo du sagst, boah, Alter, was machst du denn, Junge? Was zur Hölle machst du denn? Und dann kann man sich hinterher hinstellen und sagen, oh, der DAX ist ja nicht handelbar, der wird ja nur manipuliert. Oder man versucht es einfach schon vorher für sich zu nutzen und eben mit einzukalkulieren in die Trade-Planung, in die Bewegungsplanung und das einfach mit ein bisschen einfließen zu lassen. Ne? Man sagt, man sieht den kommen. Und rein aus der Perspektive würde ich jetzt schon sagen, also es sieht nach einer Umkehr aus. Es sieht auch aus, wie es ist, es ist eine Korrektur und wie es probiert er jetzt eine lange grüne Welle hochzuschicken zur 16,42. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich gehe damit jetzt um, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Long starten würde, ich mich einfach unterm Tief absichere oder vielleicht sogar noch enger das ziehe und dann einfach versuche mitzuschwimmen in die Stärke hinein.
Ja, wenn wir aber sehen, da kommt am Freitag gar nichts. Der schiebt vielleicht nicht mal über 15,50 oben raus, nicht mal über 15,100 oben raus. Dann brauche ich dann nicht drin noch rumlongfummeln. Ne, wenn der mir hier direkt zurückrollt, ohne Stärke zu zeigen, kurz zurücksetzen auf eine, keine Ahnung, 14,900, 14,920 und dann nach oben hart aufdrehen über 15,50, das wäre für mich long. Ne, dann würde ich 15,50, keine Ahnung, 15,60, würde ich einen Long starten, würde den Stop Loss unter die 29 werfen und den versuchen nach oben raus mitzunehmen. Ja, wenn er aber hier runter einfach nur abkippt und er dreht sich hier wirklich, ich sag mal von 15,65, leicht positiverer Start, kommt hier so rein, drückt sich nach unten und schwächt die ganze Zeit, dann würde ich nicht Long handeln, weil, was haben wir uns gerade angeguckt, kann eben auch richtig in die Hose gehen. Ja, dann kann er wieder komplett nach unten, trotz dass es jetzt erstmal ein Tageschart nach einer totalen Umkehr nach oben aussieht. Ja, das hier nochmal gegeneinander legen und einfach die linken Bewegungsspannen uns angucken, wie unser DAX in anderen Situationen gefallen ist. Dann sieht man öfters mal, wartet, jetzt, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Sieht man öfter mal, hier, ich würde eigentlich das zurückmachen. So, dann sieht man hier wirklich öfters mal einfach dieses, auch hier, ne, so eine richtig klassische Umkehrkerze, wo man eigentlich sagt, okay, oberhalb der Kerze, long, darunter einfach abwarten, dass er nochmal runterläuft. Und hat er hier genauso gemacht. Und so würde ich jetzt hier einfach auch umgehen, ja. Dass ich sage, okay, alles, was jetzt innerhalb der Kerze oder unterhalb passiert, da öffne ich mich komplett nach unten. Das heißt, ich plane sogar vielleicht ein, dass ein neues Tief kommt. Wenn er mir abkippt, wenn er jetzt aus 15,50 bis 15,65 nach unten abdreht und er zeigt hier wirklich Schwäche, dann vielleicht sogar Short handeln. Zunächst auf die, keine Ahnung, 800, 87 hin und später aber hier rein. 600 bis 585. Ne, das wäre dann meine nächste Zielzone auf der Unterseite. Und die ist von hier dicke erreichbar. Das schafft er auch direkt. Da muss er ja nicht mal irgendwie noch eine Zwischenwelle reindrehen oder sowas. Wenn er sich aus dem Bereich jetzt hier umdreht, kann er direkt auf 685 im nächsten Schritt. Weil dann hätten wir wieder tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch und würden dann jetzt hier das nächste tiefere Tief setzen. Weil das gehört immer dazu. Tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Ja, das ist einfach die Definition eines Abwärtstrends. Und das wird er fortsetzen. Ja, also dreht er sich weg, würde ich mich persönlich nicht gegenstellen. Einen kleinen schwachen Start würde ich mir abwarten. Also ich würde jetzt vor 9:39 Uhr nicht unbedingt den ersten Trade setzen wollen, sondern danach. Und wenn er mir danach hier oben drüber rennt, dann ist das für mich long. Ja, oder wenn er sich hier runterdreht und hier unten einfach schwächlich sich rumzeigt, dann sogar short. Trotz der geilen Tageskerze. Trotz dieses impulsiven Ansteigens, nee, dann wird ich den wieder bis nach unten durchhandeln. Ja. Und den einfach so nehmen, wie er ist, so wie unser DAX tagtäglich lebt und lebt. Guck mal, das, was wir gestern gesagt haben, hier, Kabumsche Gesetzmäßigkeit habe ich gestern gesagt, ne? Dass er zwischen 15.000, 15,50 und 6,70 bzw. 600 hin und her springt. Und was haben wir gesehen? Das ist halt DAX. Kann man sich darüber aufregen, wie man will, oder man sagt halt einfach, okay, ich nutze es eben zu meinem Vorteil. Dann lass ihn halt dummes Mistvieh sein, aber dann nimm halt was mit dabei, ne? Und stell mich nicht dagegen, gegen die Bewegung, sag dann, oh, die Nachricht, das kann alles gar nicht passen und verliere Geld. Dann habe ich doch nichts gekonnt. Ja, dann setze ich mich lieber hin und kalkuliere, dass der wie ein Dussel, wie so ein Idiot hier drin rumhampelt und vielleicht nicht alles so macht, wie es im Lehrbuch steht. Ja, und dann sage ich mir aber, gut, scheiß drauf, ist halt so, machst das Beste draus. Und dann beißt man sich ein paar Punkte raus. Ja, also, keinen Kopf in den Sand stecken, das ist kalkulierbar, ist planbar und dann gucken wir mal. Also das bin ich sehr gespannt hier. Ich könnte mir, also also ich sag mal, wenn der hier in 2 Wochen hier oben steht, würde mich nach dem Bild nicht wundern. Aber kann auch einfach so weiterfallen. Der kann das, der kann so dusselig wie er ist, der einfach durchfallen. Und von daher handle das, was kommt, na, das, was du siehst. Und hier sollte man sich nicht zu sehr für irgendeine Variante festbrennen. Sollte man nie machen. Man sollte versuchen, jeden Tag neutral reinzugehen und einfach seine Position zu managen. Ne? Neue Einstiege zu suchen, vorhandene Positionen zu managen und nicht die Verluste auszubauen, nicht die Verluste auszusetzen. Okay? Also, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.